willkommen, liebe Zuschauer, zum Crashkurs NRW am Georg-Simon-Ohm Berufskolleg in Köln. Es geht darum, Fahranfängern die Gefahren im Straßenverkehr klarzumachen. Und das Konzept der Polizei ist nicht in Watte gepackt. Ohne Pardon wird hier von den grausamsten Fällen berichtet und Fotos und Filme gezeigt. Damit will die Polizei die neuen Mitglieder im Straßenverkehr darauf aufmerksam machen, Gefahren nicht zu unterschätzen und verantwortungsbewusst zu handeln. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Albers begrüßen zu dürfen. Seit wann gibt es den Crashkurs NRW? Also dieses Projekt Crashkurs NRW gibt es seit 2010. Können Sie mir erzählen, wer das entwickelt hat und letztendlich auch in die Tat umgesetzt hat? Also es ist in der Polizei entwickelt worden und die Idee ist einfach, die jungen Leute nicht mit Fakten zu überschütten, sondern auf der emotionalen Ebene abzuholen. Das heißt, ihnen klarzumachen, was für Folgen Unfälle haben, die eben durch leichtsinniges jugendlichen Verhalten ausgelöst werden. Deshalb werden hier Opfer sprechen, es werden Hinterbliebene sprechen und es werden Leute von der Feuerwehr, Rettungssanitäter sprechen, die vor Ort diese Unfälle dann aufnehmen müssen. Und insofern ganz bewusst auch harte Bilder. Ich danke Ihnen. Gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Aktion. Danke sehr. Den Crashkurs NRW gibt es, weil wir immer noch viel zu viele tote junge Menschen da draußen auf unseren Straßen haben. Wir hatten im vergangenen Jahr 9 tote junge Menschen und in diesem Jahr sind es schon 4 und wir haben gerade mal Ende Februar. Eine komplette Reihe, so wie ihr jetzt hier sitzt, die von jetzt auf gleich weg sind und die auch nicht mehr wiederkommen. Das ist uns zu viel. Das wollen wir nicht und das können wir auch nicht länger hinnehmen. Und deswegen gibt es Crashkurs NRW. Crashkurs NRW ist hart. Crashkurs NRW zeigt das Leben, aber auch das Sterben. So nackt und so schonungslos, wie es ist. Jetzt könnt ihr sagen, das sind ja nur Bilder. Was habe ich damit zu tun? Solche Sachen passieren doch nur den anderen. Stellt euch den Menschen vor, der jetzt im Moment für euch am wichtigsten ist. Und dann stellt euch vor, dieser Mensch ist weg. Von jetzt auf gleich. Ohne Vorwarnung. Kein Tschüss. Einfach weg. Und er kommt auch nicht mehr wieder. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, wer sind denn die anderen? Und die Antwort, die ist so erschreckend wie einfach. Die anderen, das seid ihr selber. Jeder einzelne von euch. Ich werde durch lautes, beharrliches Schellen an der Tür, an der Wohnungstür geweckt. Noch etwas schlaftrunken gehe ich dorthin, öffne die Tür und schaue in das Gesicht meines damaligen Dienstleiters. Was ist los, frage ich ihn. Er schaut mich an, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, es geht um Susanne, deine Schwester. Was hat sie angestellt? Er schaut mir tief in die Augen und sagt, Rainer, sie hatte den schlimmsten Unfall, das ist mir klar, was mein Kollege mir sagen wollte. Tot. Genau. Meine Schwester ist tot.
Wie so oft stand sie an der Bushaltestelle, wollte die Straße überqueren und wurde von einem PKW erfasst, auf die andere Straßenseite geschleudert. Da blieb sie liegen und ist gestorben, ganz alleine. Die Aussage von dem PKW-Fahrer: Ich war doch gar nicht so schnell. So schnell war ich doch gar nicht. Klingelt mein Handfunksprechgerät. Wir haben einen Schulwegunfall. Als ich dann dort eintreffe, sehe ich das übliche Chaos, was ich so oft schon gesehen habe, wenn man da hinkommt. Leute laufen durcheinander, Fahrzeuge stehen quer. Auf der Straße sehe ich einen Schulranzen, Papiere, einen Schal. Und als ich gerade überlege, wie kriegst du jetzt hier ein bisschen Ordnung in das Chaos, werde ich am Ärmel gezupft. Rainer, komm schnell, wir müssen da hinten hin. Er liegt unterm Auto. Schnell, schnell, komm, wir müssen da hinten hin. Und ich muss ein ganz schönes Stückchen laufen mit meinem Kollegen. Rechts am Fahrbahnrand steht ein PKW. Dunkel, Mercedes, ich sehe ihn immer noch. Ein Mann steht an der Tür. Unter Motorblock, sagt er. Unter Motorblock ist er. Ich beuge mich runter und kann so einen blonden Schopf sehen, tatsächlich. Ich versuche ihn da rauszuziehen, gelingt mir aber nicht. Mit dem Kollegen zusammen versuchen wir das Fahrzeug ein bisschen anzuheben. Gott sei Dank kommt ein Rettungssanitäter hinzu und kann uns helfen. Und wir können den kleinen Körper unter dem Fahrzeug hervorziehen. Als mein Kollege den Jungen umdrehen möchte, schlägt er die Hände vor den Kopf zusammen und muss sich setzen. Als ich mich dem Jungen zuwende, kann ich das verstehen, warum kein Gesicht. Der Kleine hatte kein Gesicht mehr. Wir haben in unserem Programm eigentlich gespeichert, jedem Menschen zu helfen. Das tun wir auch und dafür sind wir ausgebildet. Komischerweise an den Wochenenden haben wir sehr viele Verkehrsunfälle mit jungen Personen in ihrem Alter. Das Fahrzeug war also von der Fahrbahn abgekommen, eine Treppe hoch und war also in den Bereich einer großen Geschäfts- und Bankfiliale hineingefahren. Und es waren mehrere Fußgänger, die also verletzt in der Umgebung lagen. Und wir haben dann natürlich auch erstmal mit unseren Mitteln versucht, jedem Möglichen dort zu helfen. Wir wurden auch relativ aufmerksam darauf, dass jemand noch in dem Fahrzeug saß. Und in dem Fahrzeug saßen zwei Jugendliche in dem Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Es war etwas komisch, denn diese beiden waren sehr lustig, hielten sich für ganz stark und waren da drin am Rumschreien und am Lachen. Und die Musik lief total laut. Und wir dachten, was ist das denn? Unter dem Fahrzeug befanden sich auch noch zwei Personen. Die waren eingeklemmt. Die gehörten nicht zu den Insassen des Fahrzeugs, sondern die hatten sie eigentlich mehr oder weniger mit durch diese Zuschauergruppe mitgenommen und dann auch die Treppe nach oben. Gut, unser Job ist es, erstmal zu helfen, erstmal zu schauen und die Leute zu befreien. Das wurde auch gemacht. Es wurden die Leute aus dem Fahrzeug erstmal befreit, die eigentlich augenscheinlich auch gar keine Verletzungen hatten. Und was haben wir noch gemacht? Wir mussten natürlich das Fahrzeug anheben, wegheben und dann die beiden Personen darunter befreien, die dann mehr oder weniger überfahren waren. Wie das ausgegangen ist, kann man sich eigentlich denken. Wenn man von einem Jeep heutzutage überrollt wird, dann weiß man eigentlich, wie die Überlebenschancen sind. Es war jedoch sehr, sehr komisch, dass die beiden, die in dem Fahrzeug saßen, eigentlich überhaupt nicht begriffen haben, was sie dort angestellt hatten. Ja? Und mit diesen Menschen so umzugehen, ist auch gar nicht so einfach. Das heißt, die aus dem Fahrzeug zu befreien. Die wollten gar nicht aus dem Auto und die fühlten sich eigentlich relativ wohl. Die haben gar nicht gemerkt, was da überhaupt passiert war. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie natürlich unter Drogen standen. Ja? Ich habe ihnen da etwas mitgebracht. Unser Job ist es, Menschenleben zu retten. Und wir haben allerdings auch natürlich Menschen, die wir nicht mehr retten können. Die werden dann in so etwas gelagert. Wissen Sie, was das ist? Das sind Leichen, sagt, richtig, genau. Ja? Er ist dafür da, Flüssigkeiten aufzunehmen. Und unser Mensch hat halt sehr viele Flüssigkeiten und meistens bei Verkehrsunfällen ist es so, dass irgendwelche Gliedmaßen abgerissen sind oder
schwerste Verletzungen innerer Organe beschädigt sind und die Menschen halt ihre Flüssigkeiten verlieren. Ich bitte Sie darum, in Zukunft vorsichtig zu sein. Nehmen Sie keine Drogen, nehmen Sie keinen Alkohol, wenn Sie Auto fahren müssen. Ganz wichtige Sache. Wir sind allzeit für Sie bereit, aber manchmal verlieren wir auch. Ja? Dann gewinnt dieser Sack. Okay? Dankeschön. Eigentlich mittags bei ihrem Klingelzeichen auf Angela. Es stand allerdings die Lehrerin vor der Tür, sagt Frau Hengst. Angela hatte einen Unfall. Können Sie bitte mitkommen? Ich kam an die Unfallstelle. Ich sah dort das zerbeulte Fahrrad, einen großen LKW. Von Angela war dort keine Spur mehr. Man hat sie versorgt, zum Rettungshubschrauber gebracht. Das war's, sie hat es nicht überlebt. Die Ärzte haben alles versucht, sie hatte keine Chance. Die Verletzungen waren zu schlimm. Infolgedessen änderte sich unser Leben komplett. Im Nachhinein habe ich auch den Hass dem Unfallfahrer gegenüber besiegt. Er war damals Anfang 20, aber fuhr nachweislich 22 km/h zu schnell. Er hat Angela nicht rechtzeitig gesehen. Und ich weiß, er wird ein Leben lang mit dem Bild des toten Mädchens leben müssen. Ich bitte euch, geht nicht leichtfertig mit eurem Leben um. Ihr habt nur das eine. Verwirklicht eure Wünsche und Träume. Macht etwas aus eurem Leben. Ich wünsche euch dafür alles, alles Gute. Die Unfallaufnahme ist beendet. Die Verletzten sind versorgt. Tote sind geborgen. Die Autos werden abgeschleppt. Fertig. Dann dauert es nicht lange und es kehrt wieder Normalität an die Unfallstelle ein. Die Fahrbahn wird gereinigt, der Verkehr rollt an und schon nach kurzer Zeit ist wieder alles so, als wäre da nie ein Unfall passiert. Für einige jedoch ist seitdem nichts mehr so, wie es einmal war. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die alle da vor Ort waren, ich rede von den Angehörigen. Es war der Stefan, 23 Jahre alt. Die Eltern werden noch in der Nacht verständigt, die Kollegen der örtlichen Wache fahren dahin, aber die konnten jetzt überhaupt nichts zu dem Unfall sagen. So bin ich dahin gefahren. Ich bin unsicher, ich habe einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, was wird mich erwarten. Klingel. Die 13-jährige Schwester, die macht mir auf. Ja, und dann stehe ich da. Die Eltern sitzen an so einem Tisch. Und dann ist der große Raum, der Bruder, 7, 8 Freunde, Verwandte, sitzen und stehen im ganzen Raum verteilt. Alles guckt mich an. Ich gucke auch. Fassungslosigkeit, übernächtigte Gesichter, rot geweinte Augen. Aber eine Sekunde pro Blick, länger hält man das nicht aus. Das ist der große Bruder, der möchte Stärke zeigen. Aber damit ist es auch schnell vorbei, als ich ihn nach Stefans Telefonnummer frage. Da sitzt er, die Stimme wird leiser, er zittert an sich mit seinem Handy und er weint. Ich glaube, er merkt, dass er die Nummer zum letzten Mal wählt. Jetzt sitzen sie da zu Hause und funktionieren so vor sich hin. Aber es geht überhaupt nicht mehr weiter. Sie reden nicht mehr miteinander. Sie gehen sich aus dem Weg. Keine laute Musik. Alles wird zur Qual. Wer von uns war nicht auch schon mal so aufgewühlt? In Gedanken und ganz woanders. Streit mit dem Partner oder Angst, Sorge um die Familie, Gesundheit oder Stress hier in der Schule oder im Beruf. Haltet an und haltet inne, wenn ihr von solchen Gefühlen übermannt werdet. Gebt ihnen die gebührende Zeit und den Raum.
Es bringt sonst nichts. Ihr werdet sonst hin und her gerissen. Oder ihr fahrt hin und her, so wie der Stefan, der nirgendwo ankam. Stefans Vater hat nicht die Kraft, hier zu stehen, aber er hat mir gesagt, Herr Schremmer, erzählen Sie den jungen Leuten von uns. Und wenn Sie einmal in solch einer Situation sind, dann werden Sie an uns denken und das Richtige tun. Und das finde ich auch. Stefans Tod war nicht umsonst. Das wollte ich euch so erzählen. Und ich möchte euch einmal bitten, zu überlegen, wie es wäre, wenn ich bei euren Eltern an der Tür klingeln müsste. Ihr habt die Wahl, dass es nicht passiert. War es das? War es das für eure Träume? Eure Träume liegen hier vorne am Boden. Ich bin sicher, ihr gebt mir recht, da gehören sie nicht hin. Eure Träume gehören hierhin. Und nur ihr selber seid dafür verantwortlich, dass eure Träume in Erfüllung gehen. Ihr alleine könnt das beeinflussen. Was den Straßenverkehr anbelangt, braucht es dafür gar nicht mal so viel. Wenn ihr da draußen unterwegs seid, beachtet die Geschwindigkeit und das Rotlicht. Finger weg von Alkohol und Drogen, wenn ihr mit Fahrzeugen unterwegs seid. Schnallt euch an. Lasst die Finger weg von Handy, iPod, MP3-Playern und anderen elektronischen Geräten. Dafür ist auch immer noch Zeit gleich, wenn ihr angekommen seid. Und wenn ihr zu mehreren unterwegs seid und ihr stellt fest, euer Kumpel oder eure Freundin kann nicht mehr Auto fahren, bitte, ihr dürft Nein sagen. Ihr braucht nicht einzusteigen. Und ihr dürft auch euren Kumpel oder eure Freundin davon abhalten, jetzt Auto zu fahren. Das sind 5 Sachen. 5 Sachen, mit denen ihr euch, euer Leben und eure Träume schützen könnt. Hattest du im Vorfeld Vorstellungen davon, wie sowas abläuft? Nein, also ich habe das noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nicht erfahrungsmäßig mitbekommen in diesem Fall. Komplett am Vortrag, was du in der letzten Stunde am meisten gehört hast. Also am Herzen hat mich die Geschichte von dem Polizisten betroffen, wo er seine Schwester verloren hat. Warum hat dich das am meisten getroffen? Ja, weil meine Schwester da einen Vorfall hatte, wo ich sie beinahe verloren hätte. Ich danke dir.